Servus, da ist wieder Walter vom Permakulturgarten. Ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über den Wald und was der mit unserem Immunsystem zu tun hat. Nach meiner Schulzeit, wie es darum gegangen ist, eine Berufsentscheidung zu treffen, wollte ich eigentlich Förster werden. Meine Eltern haben mir das ausgeredet, weil sie gesagt haben, du bist dann von irgendeinem Großgrundbesitzer, musst machen, was du dir anschafft. Man hat auch ein bisschen, wie soll ich sagen, illusorische Vorstellungen, was so ein Förster in Wirklichkeit macht. Weil in Wirklichkeit macht der Förster nichts anderes, als dass er schaut, dass in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Holz in so einem Wald wächst, das man in der Industrie verkaufen kann. Und da bleibt Verschiedenstes auf der Strecke. Zum Beispiel die Artenvielfalt. Heutzutage, das ist ja ein vorbildlicher Wald da. So sollte er eigentlich ausschauen, ein Mischwald. In diesen Wäldern von den Großgrundbesitzern sieht man sehr oft so Fichtenplantagen. Und in so einer Fichtenplantage herrscht für eine geringere Artenvielfalt. Man hat zum Beispiel festgestellt, in so einer Fichtenplantage zählt man ungefähr 2000 Arten von Pflanzen und Tieren. In so einem natürlichen Wald, wo alte Bäume drinnen sind, wo Totholz drinnen ist, da können es 8000 Arten sein, die da wohnen und leben. Und wir sind ja im sechsten großen Artensterben auf der Erde und es ist wichtig, dass wir die Arten erhalten. Ein anderes Thema, was in Zukunft wichtig sein wird für den Wald, ist zum Beispiel die Klimaerwärmung. So ein alter Wald tut die Temperatur senken. Es ist ungefähr 7 bis 10 Grad kühler in so einem Wald als auf einer Ackerfläche. Er tut Wasser speichern, was auch immer wichtiger ist. Wir haben oft trockene Sommer, wo wir zu wenig Wasser haben. Und so ein alter Wald, der speichert enorm viel Wasser. Und so ein Wald, speziell so ein alter Wald, ist auch sehr gesund für unsere Gesundheit. Und da möchte ich heute ein bisschen mehr drüber erzählen. In so einem Wald ist nicht nur Konkurrenz unter den Bäumen. Man glaubt es nicht, die arbeiten zusammen. Da gibt es Mutterbäume, die ihre Jungen ernähren. Schaut euch einmal die zwei Bäume an, wie die da zusammengewachsen sind. Die arbeiten miteinander zusammen. Die sind nicht unbedingt Gegner. Und die kommunizieren miteinander. Und darüber möchte ich euch jetzt was erzählen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ist in Afrika passiert. Und zwar in den 80er Jahren. In den 80er Jahren sind Forscher nach Afrika gefahren, um eben die Savanne zu erforschen. Savanne ist Grassteppe, ab und zu ein Baum, wilde Tiere drinnen, zum Beispiel die Giraffen. Und wenn so eine Giraffe hat ja deshalb den langen Hals, damit sie die Bäume oben abfressen kann. Und wenn da so eine Giraffe daherkommt und jetzt anfängt, da diese Blätter abzufressen, die hat Zeit, die macht es sehr langsam. Dann ist es für so einen Baum sehr bedrohlich. Weil wenn der keine Blätter mehr hat und es regnet ja in der Savanne auch sehr wenig, kann sich der sehr langsam wieder da fangen oder er kann sogar sterben. Darum haben die Bäume da ein Gegenmittel. Nämlich, wenn die Giraffe kommt und fängt an zu fressen auf dem Baum,
Das dauert ja weil, das geht nicht so schnell, bis die Blätter da abgerissen sind. Dann kommuniziert der Baum mit dem Mikrobiom, das da im Boden drinnen ist. Weil so wie wir ein Mikrobiom drinnen haben, ohne dem wir nicht leben können, vor allem in unserem Darm, so hat der Baum ein Mikrobiom, das ihm hilft zu wachsen. Und wenn jetzt die Giraffe zum Fressen anfängt? Ja, hallo, ich habe jetzt den Standort gewechselt, weil der Bauer zum Häckseln angefangen hat und da war es so lärmig. Ich bin da jetzt bei so einem alten Buchenwald mit viel Heimbuchen, Birken, Rotbuchen, aber nur sehr junge. Also wir waren dabei, die Giraffen fangen an, den Baum abzufressen. Der Baum muss Gegenmittel ergreifen. Er stellt sofort das Wachstum ein, sagt dem Mikrobiom, dem Bodenleben, gebt mir Bitterstoffe. Das geht innerhalb von 15 Minuten, lagert der Baum in den Blättern Bitterstoffe ein. Und die Giraffe frisst und merkt auf einmal, hallo, das ist ja bitter, das ist ja gar nicht mehr gut. Und hört auf zum Fressen und der Baum ist gerettet. Aber nicht nur darauf sind die Forscher gekommen, sondern am Baum, der was 20 Meter weiter steht, sind sie draufgekommen, ja hallo, die Blätter werden ja auch bitter. Die Bäume kommunizieren miteinander. Und wie machen sie das? Einerseits durch Duftstoffe, die sogenannten Terpene, können sie sich gegenseitig informieren. Und andererseits auch über den Boden, über das Pilzmyzel, informieren sie die Bäume untereinander. Ein Beispiel. Es wird zum Beispiel trocken. Und in so einem Waldstück wird es ja nicht überall gleich trocken. Aber ein Baum merkt halt, bei mir wird es trocken, da muss ich aufpassen. Dann stellt er das Wachstum ein, macht die Spaltöffnungen zu, dass er nicht kein Wasser verdunst und gibt Duftstoffe aus, damit die anderen Bäume informiert sind. Achtung, es wird gefährlich, es wird trocken. Und die anderen Bäume, obwohl sie sogar noch ein bisschen Wasser hätten, stellen ebenfalls das Wachstum ein. Natürlich in so einem Wald wie der ist das kein Problem. Aber wenn ihr euch vorstellt, das ist jetzt eine Fichtenplantage, dann locken diese Duftstoffe auch den Borkenkäfer an. Der Borkenkäfer merkt, aha, dem Baum geht es nicht gut, da fliege ich hin, da bohre ich mich ein und schaue, ob ich ein Weiberl anlocken kann, mich paaren und mich dort vermehren. Normalerweise ist die Gegenwehr von dem Baum das, dass er den Käfer, er bringt Harz hoch und mit dem Harz biegt er den Käfer zu und aus ist mit dem Borkenkäfer. Wenn es aber so trocken ist, kann er kein Harz aufbringen und den Käfer nicht zubicken. Und das heißt, der Baum ist gefährdet, es werden auch andere Käfer noch durch diesen Duft angelockt. Und der Baum ist des Todes. Natürlich kann der Baum mit diesen Duftstoffen auch andere Tiere anlocken, wie zum Beispiel, wenn er Raupen hat, die Schlupfwespe oder irgendwelche Vögel, die ihm dann helfen, dass er diesen Schädling wieder los wird. So kommunizieren die Bäume untereinander. Diese Duftstoffe, die diese Bäume abgeben, diese Terpene, das Besondere daran ist, die kommunizieren auch mit unserem Immunsystem. Und zwar der Professor Ching Li in Japan. Japan hat ja noch eine höhere Waldmenge wie Österreich. Österreich hat ungefähr 50% von der Fläche mit Wald bedeckt. Japan hat ungefähr 70% mit Wald bedeckt. Und man hat schon gewusst, das fühlt sich gesund an, wenn man da im Wald spazieren geht. Und das Landwirtschaftsministerium hat die Medical School of Tokyo beauftragt, sie sollen das erforschen,
was da dran ist an dieser Gesundheitswirkung vom Wald. Und der Professor Ching Li hat da verschiedenste Versuche gemacht und Experimente und ist draufgekommen, wenn wir diese Terpene einatmen, diese Duftstoffe, dann erhöhen sie unsere natürlichen Killerzellen. Was ist das? Die natürlichen Killerzellen sind Zellen in unserem Körper, die die Fähigkeit haben, dass Viren entdecken oder auch Tumorzellen entdecken und unschädlich machen. Sprich, es ist ein Teil von unserem Immunsystem. Und der Professor Ching Li ist draufgekommen, dass nach so einem Waldaufenthalt, das kann man ja im Blut dann untersuchen, diese natürlichen Killerzellen, dass diese natürlichen Killerzellen bis um 40% mehr werden. Stellt euch das einmal vor, das ist ja gewaltig. Um 40% werden die natürlichen Killerzellen mehr und auch die Aktivität dieser Killerzellen wird gesteigert durch so einen Waldaufenthalt. Das war eine wesentliche Erkenntnis nebst anderen. Und die Folge ist, dass heute in Japan ungefähr 70 Waldbadezentren gibt, wo man in den Wald gehen kann, diese Luft auf sich wirken, einige Übungen dabei machen und das auf Krankenschein. Weil man sich erwartet, dass man dort im Gesundheitssystem dadurch was erspart, weil die Leute nicht so krank sind. Praktisch kann man in Japan auf Krankenschein Waldbaden gehen. Inzwischen wird auch in Europa da geforscht, zum Beispiel auf der Donau-Universität Krems, weil natürlich jeder Baum hat ein bisschen andere Terpene mit anderer Wirkung. Besonders gut ist die Wirkung, dürfte bei den Nadelbäumen sein, aber auch von den Laubbäumen geht eine gewisse Wirkung aus. Von diesen Terpene, wir nehmen die auf, sowohl über die Haut als auch durch die Atmung, diese Terpene. Und wir steigern dadurch und verbessern unser Immunsystem. Und das ist ja in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Das kann den Unterschied machen, wenn man zum Beispiel Corona kriegt, ob man auf die Intensivstation kommt oder nicht. Eine gewaltige Leistung des Waldes. Da seht ihr so ein Beispiel von einer Fichtenplantage. Eine Fichte nach der anderen. Es ist so, die Fichte kommt ursprünglich aus dem Norden oder auch in höheren Lagen ist die heimisch. Die braucht nämlich mehr Feuchtigkeit, mehr Wasser und höhere Temperatur. Bei uns tut es sich ein bisschen schwer. Da herunten geht's, weil da ist der Bach gleich nebenbei, da ist es ein bisschen feuchter, da geht's. Aber das ist so eine Fichtenplantage, wie man es eigentlich nicht machen soll. Es ist kein so ein natürlicher Wald. So ein Wald bringt vielfältige Leistungen für uns, nicht zuletzt nur für die Gesundheit, sondern auch eben fürs Klima, wie schon gesagt. Und so ein Baum produziert Sauerstoff. Und zwar in der Luft ist ja nur 20% Sauerstoff, mehr ist da nicht. Und wir atmen CO2 aus, das nimmt der Baum auf. Und der Baum gibt uns den Sauerstoff wieder, den wir dringend benötigen. Außerdem ist so ein Wald, in so einem Wald ein hervorragendes Klima mit besonders reiner Luft. So Waldbäume filtern enorme Mengen Staub raus aus der Atmosphäre. Also das, was wir oft nicht haben, so eine saubere Luft. Und das, was man auch beachten muss, ist für das Immunsystem, wenn man gestresst ist, ist das Immunsystem geschwächt. Dann hat man nicht so ein gutes Immunsystem. Und wenn man sich im Wald aufhält und vielleicht auf unsere Sinne achtet, dann werden diese Stresshormone gesenkt. Wir haben weniger Stress und das Immunsystem wird gesteigert. Es wird oft behauptet, man muss den Wald pflegen. Das ist ein kompletter Blödsinn. Der Wald wächst von selber.
und macht von selber auch so ein natürliches Gleichgewicht. Wenn man sagt, man muss den Wald pflegen und da durchforsten, das ist dasselbe, wie wenn der Fleischhauer sagt, er tut die Tiere hegen und pflegen. Also das ist widersinnig. Eigentlich braucht der Wald uns Menschen nicht. So Bäume, die können uralt werden. Meistens werden sie bei uns schon in der Jugendzeit geschnitten. Und das hat auch einen Einfluss auf die Artenvielfalt. So eine Buche, die kann 400-500 Jahre alt werden. In Norwegen hat man auch Fichten entdeckt. Da hat man mit der Radiocarbon-Methode das nachgeforscht. Das ist aber nur so eine niedrige Fichte, dass die 10.000 Jahre alt ist, diese Fichte. Hat man da festgestellt. Und es wäre wichtig, dass man im Wald einige so alte Bäume stehen lässt. Das war ein natürlicher, schöner Wald, der auch viel Leistung bringt für die Natur. So ein Baum, der sammelt, wenn es regnet, hat ja die Blätter so. So hat der die Blätter, so hat der die Äste und der sammelt den Regen. Der Regen rinnt dann runter am Stamm und wird am Boden eingelagert. Und eine so eine Buche verdunstet am Tag 400 Liter Wasser. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das fürs Klima sehr positiv ist. Es kühlt ab und so ein Wald ist sogar in der Lage, dass er Regen macht. Also, dass da was verdunstet wird und dass der Regen wieder herunterrinnt und dass es mehr regnet in so einer Gegend, wo es Wälder gibt. Da ist eine junge Eiche. So Eichen, die beherbergen sehr viele verschiedenste Lebewesen. Man hat das einmal getestet und geschaut, was da in so einer Eiche alles drin lebt. Und ich ist drauf gekommen, dass 1000 verschiedene Spezies auf so einer Eiche leben können. Die Eiche hat natürlich den Vorteil, dass die tiefe Wurzeln hat und auch eher trockenverträglich ist, die hält leichter aus. Auf jeden Fall viel leichter wie die Fichten, die Eiche. Das Moos kann enorme Mengen Wasser speichern. Kennt ihr das? Herbsttrompeten. Kann man sehr gut trocknen und kann man für verschiedenste Gerichte, zum Beispiel für einen Reis, verwenden. Ihr seht also, abgesehen vom Holz, das man aus dem Wald gewinnen kann, bringt so ein Wald vielfältige Leistungen, die in Zukunft eine viel größere Bedeutung erlangen werden. Ich möchte euch einladen, nutzt die Kräfte des Waldes für euer Immunsystem. Geht öfters in den Wald. Ihr könnt gerne auch mit uns einmal Waldbaden mitgehen. Und damit ende ich jetzt meinen Film und hoffe, er hat euch gefallen. Tschüss, bis nächstes Mal.